Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, Herr, sende Arbeiter in deinen Weinberg, erneuere deine Kirche und schenke der ganzen Welt deinen Frieden. Dieses Gebet hat mich in meinen letzten Priesterjahren sehr begleitet beim persönlichen Rosenkranzgebet oder ich nehme es auch gern als Stoßgebet. Herr, erneuere deine Kirche. Herr, sende Arbeiter in deinem Weinberg, erneuere deine Kirche und schenke der ganzen Welt deinen Frieden. Und es tut Not. Wir haben eben so wunderschön gehört im Evangelium die Sendung der 72. 72 andere Jünger, heißt es so schön. Ja, sie haben sich senden lassen. Warum haben sie sich senden lassen? Weil in ihnen ein Feuer war. Sie haben gebrannt. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das war ihr Antrieb und das hat den Glauben in die ganze Welt hinausgetragen und verbreitet. Den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt sind wir im Jahr 2016 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und dieses Jahr eine Priesterweihe. Der Herr Laupheimer mit 53 Jahren, ein Spätberufener, und das war's. Liebe Schwestern und Brüder, das macht nachdenklich, es macht traurig, aber nicht hoffnungslos. Also, ich weiß bloß der Vorname nicht vom Herrn Laupheimer, ich weiß bloß, dass er Laupheimer heißt, aber für den beten wir heute Abend. Den tragen wir ganz bewusst heute hinein. Unsere Diözese macht sich im Augenblick den Gedanken, Kirche am Ort. Und wir Hauptamtlichen werden eingeladen und werden auch verpflichtet zu diversen Veranstaltungen, dass wir überlegen, wie wir strukturieren, wie wir ja einfach auch den Priesterschwund, den Glaubensschwund irgendwie neu organisieren. Und ich möchte heute sagen, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, denn wir bedürfen der Erneuerung. Wir bedürfen der Erneuerung aus dem Glauben heraus, durch den Heiligen Geist. Und wenn wir heute am Fest des heiligen Antonius beisammen sind, dann passt das wunderbar zu dieser Situation. Wenn wir im Herzen spüren, irgendwie scheinen wir verloren zu haben. Alles geht anscheinend zurück. Und wir dürfen uns fragen, haben wir wirklich verloren? Und dann dürfen wir sagen, okay, heute am Fest des heiligen Antonius, er ist der Patron des Verlorenen. Und ich möchte auch sagen, dass er leider nur heruntergeschraubt wird zum Patron des Verlorenen. Man sagt so schön das Sprichwort, heiliger Antonius, du guter Mann, führ mich an den Schlüssel nah. Liebe Leute, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist nicht der heilige Antonius. Ich selber sage immer, der heilige Antonius, das ist der bestverdienende Heilige. Und das ist ja auch gut, wenn man ihm was verspricht und für die Mission auch was gibt. Das ist vollkommen in Ordnung. Er ist Fürsprecher für das Verlorene, aber er möchte für das Verlorene einstehen, was es wirklich auch zu erbitten gilt. Und das ist das Verlorensein im Glauben. Denn der heilige Antonius hatte eine ganz, ganz tiefe Liebe zum Jesuskind.
Eine ganz, ganz tiefe Liebe zu Jesus, eine ganz, ganz tiefe Beziehung zu ihm. Er hat gebrannt. Und so dürfen wir ihn wirklich auch als Fürsprecher nehmen und ihn auch einladen. Und ich möchte jetzt nicht als Jammerprediger vor Ihnen stehen, denn ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass wir mitten in einem Neuaufbruch stehen und in den letzten Jahren ja auch immer neue geistliche Gemeinschaften herauswachsen und auch neue Bewegungen aus unserer Kirche sprießen. Ich durfte über Pfingsten in Salzburg mit meiner Gemeinde mit 45 Jugendlichen sein. Aus dem Bibrach waren 70, aus Solgau waren 60 und vor Ort in Salzburg waren es zwischen 5.000 und 7.000 Jugendliche, wo man gespürt hat, sie brennen, sie haben eine Sehnsucht. Und die Arbeiter, die sind da, aber sie bedürfen des Gebetes, sie haben es nicht leicht. Und ich möchte Ihnen das an ein paar Beispielen heute darlegen. Wenn ich mich zurückbesinne in meinem Diakonatsjahr vor 13 Jahren in Speichingen, habe ich einen ersten Gehversuch gemacht in der Missionierung und ein Auto voll Jungs geschnappt zu einem geistlichen Wochenende. Und dann hat mir ein Platz gefehlt, ich habe bloß meinen Strand ausgesucht und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist doch schade, dass der Platz leer ist. Und dann habe ich handritten noch irgendeinen Kameraden, die Jungs waren alle so 15 Jahre alt. Und dann sagt einer, ja doch, der Simon, weißt du, das ist der, wo in der Firmung umgefallen ist. Dann habe ich gesagt, doch, den nehmen wir mal mit. Und dann hat es aus der Bank rausgehauen. Und damals habe ich gedacht, der bleibt liegen, aber ich glaube, damals hat der Heilige Geist schon einem geschüttelt. Und so haben wir mitgenommen und wir hatten ein sehr schönes Wochenende mit Freude und aber auch im Gebet. Und wo wir heimgefahren sind, sagt der Simon, der eigentlich jetzt nicht unbedingt aus einer Familie kommt, die so überfromm war, sagt, was muss ich tun, wenn ich Ministrant werden will? Dann habe ich gesagt, ja, dann kommst du nächsten Sonntag in der Kirche, knüllisch von der Nähe und sagst öffentlich, dass du bis jetzt ein Sünder warst. Und dann die andere gesagt, doch, das musst du machen, genau. Und tatsächlich, also er musste nicht hinknien, er ist Ministrant geworden, wurde Oberministrant, hat jetzt sein Studium fertig, wird, ich weiß nicht, in diesem oder im nächsten Jahr zum Diakon geweiht. Und ich hätte das niemals gedacht. Aber ich weiß, dass sehr viele Leute, sehr viele Menschen für ihn gebetet haben. Das weiß ich auch von meiner eigenen Berufung, dass sehr viele Menschen für mich gebetet haben. Ich erinnere mich noch sehr gut, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, dass ich Priester werden möchte. Dann hat sie gesagt, ja Manfred, dein Vater und ich haben immer dafür betet, dass einer von unseren 5 Buben Pfarrer wird, aber ich du. Und ja, es hat mich zutiefst berührt und später, als ich dann Priester war, ich wusste, ich bin am Fröleichnamstag geboren, also da war der Antoniustag am Fröleichnamstag und damals, ich wusste, dass meine Eltern also ein wenig in Bedrängnis kamen, weil sie zum Krankenhaus Umleitung fahren mussten in Laubheim, weil die Fröleichnamsprozession war. Ja, damals stand Jesus schon im Weg und das habe ich gewusst und habe, wo ich dann Priester war, hat meine Mutter mir noch was verraten und hat gesagt, Manfred, damals, wo wir die Umleitung gefahren sind, ich wusste, dass wieder ein Bub ist, da habe ich zu unserem Herrgott gesagt, du kriegst ihn. Gell, aber 36 oder 30 Jahre später hat sie sich nicht mehr daran erinnert, weil sie halt einfach das anders gesehen hat. Aber was ich damit sagen möchte, kein Gebet bleibt unerhört. Unser Herrgott merkt sich das. Und deshalb brauchen wir jede Einzelne und jeden Einzelnen von euch, dass ihr eintretet. Und ich möchte Sie einladen, wirklich für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu beten.
dass ihr euch zusammentut, dass ihr diese Aufbrüche, die jetzt auch entstehen, auch mittragt, im Kreis Biberach, im Kreis Solgau, bei uns in der Ostalb. Ich war am Samstag zutiefst berührt. Wir haben Nachtreffen gemacht, also von unserer Fahrt kamen 50 Jugendliche zur Heiligen Messe, die haben noch andere mitgebracht. Danach haben wir noch miteinander gegrillt und am Ende von der Fahrt habe ich die Jugendlichen eingeladen. Auf der Heimfahrt, so ganz nebenbei, habe ich gesagt, wenn ihr möchtet, dürft ihr jetzt mal was mit mir überlegen. Ihr dürft mal überlegen, wie soll es denn weitergehen? Ihr habt jetzt so viel Freude erfahren. Ihr strahlt alle so. Ihr seid hier im Herzen berührt worden. Aber wie geht es zu Hause weiter? Und das ist das Entscheidende. Weil wenn sie heimkommen, wo finden sie Halt? Wo kriegen sie Unterstützung? Wo kriegen sie Unterstützung? Und es tut Not, dass wir sie im Gebet begleiten, dass wir ihnen Räume schaffen, wo sie miteinander im Herrn ja sich versammeln können. Und habe ich gesagt, ab nach den Ferien, habe Mittwochsabend, jetzt haben wir Anbetung, vielleicht können wir auch was mit Lobpreis machen, vielleicht sind irgendwelche Jugendliche da, die Instrument spielen. Kamen 5 Jugendliche und haben gesagt, Pfarrer, das machen wir. Dann habe ich gesagt, ich fange jetzt am Marienweihe an, 33 Schritte mit Maria zu Jesus. Und wenn ihr die Lebensübergabe, die ihr so im Crashkurs an Pfingsten erlebt habt, dann könnt ihr das jetzt auch persönlich vertiefen. Dann kamen zu den Erwachsenen 10 Jugendliche jetzt dazu. Und am Samstag kamen nochmal 6, 7 und haben gesagt, Herr Pfarrer, mit der auch gern mitmachen und uns wöchentlich treffen. Ich sage Ihnen das deshalb so offen, weil mir das noch nicht reicht. Und ich weiß, dass ich hier auch jetzt als Priester, wir alle als Priester brauchen hier Unterstützung. Und das ist Ihr Gebet. Das ist euer Gebet, dass ihr um dieses Feuer mitbetet. Und da dürfen wir tatsächlich den heiligen Antonius von Padua, den Patron des Verlorenen, mit einspannen. Nicht nur ihn, sondern alle unsere Heiligen. Und ich bin ja gern einer, der ein bisschen mit Wortspielereien Stoßgebete bildet. Also, dann beten wir jetzt halt nicht mehr, Heiliger Antonius, du guter Mann, führ mich an den Schlüssel nahe, sondern sag einfach, Heiliger Antonius, du guter Mann, führ unsere Jugend zu Jesus nahe. Oder Johannes Paul II., führ die Jugend an Jesus Seite. Oder heiliger Pfarrer von Ars, bitte für uns, dass es nicht heißt, Taufe, Erstkommunion, Firmung und das war's. Es tut Not, dass wir nicht jammern, sondern dass wir um dieses neue Feuer des Heiligen Geistes wirklich auch bitten. Herr, sende Arbeiter in deinen Weinberg, erneuere deine Kirche und schenke der ganzen Welt deinen Frieden. Und ich bin überzeugt davon, dass unser Herr Jesus Christus diese Kirche erneuert. Und dass es nicht bei einer Kirche am Ort bleibt, sondern wir brauchen eine Kirche, die im Herzen jedes Einzelnen geboren wird. Es müsste eigentlich heißen, ja, Kirche im Herzen des einzelnen Gläubigen. Dass sich die einzelnen Herzen erneuern. Und so lade ich Sie heute ein, dass ihr euch ganz bewusst vor Jesus stellt und sagt, Herr, mach mich durchlässig. Öffne meine inneren Sinne, meine inneren Augen, mein Herz, meinen Verstand, dass ich durchlässig werde für deine Liebe, für deinen Heiligen Geist, für alles, was du durch mich schenken möchtest. Und nimm mich in deinen Dienst als Arbeiter in deinen Weinberg. Wir brauchen jede und jeden Einzelnen und vor allem das Fürbittgebet.
Und vielleicht kann jeder mit seinem ganz persönlichen Namenspatron ein Stoßgebet bilden, dass wir für diese Erneuerung vor dem Herrn eintreten. Das wünsche ich uns allen heute am Antoniustag. Herr, sende Arbeiter in deinen Weinberg. Erneuere deine Kirche und schenke der ganzen Welt deinen Frieden. Amen.